Also ich muss ja ehrlich sagen, ich wollte ja eigentlich nur mit dem Teil Probe fahren. Wie gesagt, das passt natürlich ideal in mein Beugeschema. Ja, ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob ich mir nicht noch eine XSR zulege, kommendes Frühjahr. Aber mal schauen, lassen wir noch ein paar Tage ins Haus. Heute, eine Woche später, bin ich wieder in Monheim, nicht um Probe zu fahren, sondern um meine neue XSR 900 abzuholen. Warum fahre ich da ausgerechnet bis nach Monheim? Ganz einfach, die vergangenen 6 Monate hatte ich 3 Yamaha-Händler angefragt zwecks Probefahrt. 2 haben sich überhaupt nicht gemeldet. Von der Firma Schindel kam innerhalb vor ein paar Tagen eine Mail mit dem Termin. Und ich kaufe natürlich da, wo ich Probe fahren kann. Und da steht sie. Ja, gleich den Acra mitbestellt. Den finde ich unbedingt notwendig. Ebenfalls ein kurzer Kennzeichenträger bestellt. Und wie man hier sieht, der Einmann GFK-Höcker ist noch bestellt. Der Originalauspuff war ja recht schnell demontiert, aber den Original Acra, da hat mir die Oberfläche nicht gefallen. Das Matte, das sah aus wie direkt aus der Schweißerei. Also habe ich das Ganze heute erst einmal zu meinem Polierer gefahren und habe das Hochglanz polieren lassen. Und das hat jetzt Hand und Fuß, das sieht nach was aus. Also ich glaube, so kann man das durchaus lassen. So, und da seht ihr sie dann nochmal im originalen Zustand mit dem Originalauspuff, den recht schwarzen Felgen. Da habe ich ja auch überlegt, ob ich die polieren lasse oder nicht, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe mir jetzt erst einmal Felgenrandaufkleber drauf gemacht. So, und jetzt seht ihr gleich die Maschine, wie sie jetzt Stand heute aussieht. Die Sitzbank, die bestellte Einmannhöcker-Sitzbank, die fehlt halt noch. Das wird noch 2-3 Wochen dauern. Aber natürlich zeige ich euch das dann auch in einem Video, wenn die drauf ist. So Freunde, das war's wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und oder liked. Ciao!